Hast du Wucker hingelegt? Hm? Naja, vielleicht lenkt man seine Gegner ein bisschen damit ab, wenn man unten ohne zum Nahkampf kommt. So, Gamma, du musst hier wirklich eigentlich nicht diese ganzen Tierchen durch die Gegend tragen, wirklich nicht. Und eigentlich auch nicht diese Brocken. Mach mal lieber sinnvolle Dinge, so das hier oder so. Ich weiß, das ist kritisch und wichtig und weiß ich nicht. Aber. Nein. Ich bin schon gestorben in meiner Kolonie, von daher, mir ist es egal. Ob hier irgendwer seinen Penis verliert? Okay. So. Du bist immer noch pissig. Du bist immer grundsätzlich pissig, kann das sein? Ja gut, du hast gerade auch wieder eine Leiche gesehen und alles ist furchtbar, ich weiß. Alles ist schlimm. Hätte echt gerne mal meine Geothermie. Wo hast du Rucker hingelegt? Da hast du Rucker hingelegt. Immer noch. Schlimm, schlimm, schlimm. Aber okay. So, vor dem Winter müssen wir noch einmal unser ganzes Jajo irgendwie loswerden, glaube ich. Szenischer Notfall. Hypothermie, oh, ja. Dass du es sagst. Kann das irgendwer mal hier. Freiburg? Du bist weit, weit weg, okay. Das wollte ich nicht. Eigentlich, dass du hier arbeitest. Na, ja, ist okay, ist okay. So, wir haben jetzt auf jeden Fall noch ein paar Brocken, die irgendwer verarbeiten könnte. Wäre es, wenn du das mal machst. Genau. Ja, wir bräuchten auch hier eigentlich noch sowas und ihr habt ja recht, ihr braucht eigentlich auch sowas. Irgendwann solltest du dir auch mal wieder eine Waffe zulegen. Ich glaube, das mache ich sogar. Ja, ich glaube, das ist eine sinnvolle Idee. Morgen früh ziehen wir los, machen diese Verhandlungen und gehen dann zu dem anderen Dörfle. Denn Idee dahinter ist, dass wir irgendwie überhaupt keine Lanzen oder irgendwas haben, dass dieses Dorf da irgendwie komplett useless ist, was das angeht. Und dass wir aber Lanzen brauchen.
Und da wir die wahrscheinlich nicht so wirklich von denen hier bekommen werden, beziehungsweise die halt auch recht weit weg sind, das hier aber doch recht nah ist und das da auch und das eigentlich auch, dann könnte man eigentlich ja mal hier so, ne, da immer runterlatschen und die alle mitnehmen. Das ist vielleicht gar nicht so blöd. Zumindest wenn das nicht verkackt, sozial und so. Von daher gehen wir mal gucken. Vielleicht können wir denen da irgendwie ein bisschen Frieden abluchsen oder so. Lanzenbedarfsphase. Es ist immer Lanzenbedarfsphase. Es gibt keine Phase, die keine Lanzenbedarfsphase ist. Überdosis Ivorik. Ivorik ist aber auch wirklich. Ivorik pusht es. So häufig, wie der jetzt schon Psychic Access hatte. Eieiei. Naja, gut. Markus, du kannst kochen. Oh, wir sind schon bei 6,5 Stunden. Wir haben echt nicht mehr lange Zeit, ne? Na, so super ist das nicht gelaufen alles. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Endlich Geothermie. Dankeschön. Und Alvorik jagt Schneezeitlose. Alles klar. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wette, die ist nämlich jetzt am Arsch der Welt und die wird einfach instant umkippen, sobald sie irgendwie blöd von der Seite angemacht wird. Ja, genau da nämlich. Okay, wir schicken jetzt mal hier ein kleines Rettungskommando los. Es funktioniert sogar unglaublich. Das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, wir verlieren die jetzt. Nice. Okay, nachts. Geothermiephase, endlich Geothermiephase. Das hat jetzt aber auch gedauert. Viel zu lange. Aber okay, genau. Das bedeutet. Warte, One Way, du darfst. Schon Yayo. Und Aeborik ist gerade am Ausrasten, alles klar. Aber wir konnten doch, wir hatten doch noch jemanden, der bauen konnte. Du kannst noch bauen. Mach das mal. Aber es ist mal wieder so eine Kolonie. Dafür, dass es echt kacke gelaufen ist über Strecken, ist es eigentlich echt gut gelaufen. Ich meine, wir hatten jetzt irgendwie, was war das, 6,5 Stunden, kein richtiges Essen und so. Das, ja, war alles nicht so cool. Aber geht mittlerweile. Pflanzenkonstruktion und Intellekt. Bist du da, bist du? Konstruktion, ne, mach mal lieber Intellekt und Konstruktion 3. So. So, die können wir jetzt aber auch alle
Ernten. Genau. Cool. Wir haben schon wieder kein Essen mehr. Wie ist das möglich? Nee, naja, gut. Der Winter hat noch nicht mal angefangen und wir haben schon kein Essen mehr. Wo ist das hin? Oh, ich wollte ja eigentlich. Machen wir das jetzt noch? One way. Und wen nimmst du denn mit? Vielleicht hier. Und vielleicht noch irgendwen? Nicht unbedingt Schneezeitlose. Was brauchen wir? Ja, komm, die nehmen wir mit. Dogo. Pferdchen. Ein bisschen Silber nehmen wir mit. Ich weiß gar nicht mehr, was die. Wobei. Nee, ich wollte gar kein Silber mitnehmen. Ich will meine Staubmäntel verkaufen. Oh, von mir ist auch ein bisschen Jajo. Das muss reichen. Eigentlich will ich ja hauptsächlich zu dem Ding sie da. Ich will ja eigentlich gar nichts kaufen. Wobei, wir könnten Luciferium kaufen. Mittlerweile haben wir genügend Leute, die es zu sehr anpisst, dass die irgendwelche quälenden oder sonstigen Narben und sonst was haben. Hauptsächlich Narben, eigentlich nur Narben. So, Graf. Uiuiui, das ist schon sehr lange her. Ja, das ist okay. One way, was los? Das ist Kacke, oder? Weil die liebe Yuki gestorben ist. Und du bist unterernährt. Ah, wir hatten noch nichts zum Essen, was wir mitnehmen konnten, ne? Ja. Wer braucht denn schon? Wer braucht denn schon Essen? Nee, du bist gestorben, Voka, sorry. Traurigerweise. Ich bin aber auch gestorben, also mach dir nichts draus. Und ich wurde sogar geschlachtet. Du hast wenigstens noch die Möglichkeit, dass du wiederbelebt werden könntest. Ich bin einfach weg. Für immer. Ich wurde wahrscheinlich wirklich verarbeitet, also ich bin tatsächlich in die Wurst gekommen. Das ist natürlich bitter. One Way hat verkackt. Schade. Ich hätte doch ganz gerne Frieden mit denen gehabt. Jetzt. Jetzt hassen die uns komplett. Das ist okay. Das ist in Ordnung. Warte, wo ist Ivorik? Da unten ist Ivorik.
wahrscheinlich sogar alleine hin, oder? Nein, du Idiot. Geh halt auf das Wasser. Zu deinen Freunden. Na gut, oder so. Genau. Dann gehst du mal hier hin. Und Albrecht geht auch gleich dahin. So. Hast voll verkackt, hast du. Trotz Yuki, was soll das denn heißen? So, haben wir überhaupt gerade noch einen Arzt da? So, Berserker Grumpy, das ist okay. Berserkt halt vor ich hin. So, beide sind noch in Ordnung. Du kannst hier mal Leute ver... Ah, das wollte ich nicht. Okay, ihr seid angekommen. Das ist sehr schön. So, ja, dann werden wir mal das Zeug los. Ihr habt immer noch keine Lanzen natürlich. Können wir aber mal EMP-Granaten verkaufen für ne, Dinge, die wahrscheinlich bald passieren werden. Ich hatte überlegt, das Luciferium zu kaufen. Ja. Ja, wir könnten uns einfach einfache Mahlzeiten kaufen, aber warum nicht? Ja, ach, ich habe das Geld. Und ihr habt das Geld sowieso nicht, also von daher vielleicht auch nicht. Oh. Hm. Na, dann kaufe ich euch noch ein bisschen Medizin ab. Und eins Neutramin oder so. Weil wir könnten uns eigentlich das gesamte Neutramin holen und dann... was habe ich denn gerade gemacht? Ich habe gerade wichtige Dinge gewollt. Zum Beispiel das hier. Schnitzellose, warum machst du den Job eigentlich nicht, sag mal. Ich finde, das ist eine sehr gerechtfertigte Frage. Übersinnliche Schiff, das dritte übersinnliche Schiff. Hatte ich überhaupt einen einzigen normalen Raid? Einen einzigen, den nicht... Belagerung oder übersinnliches Schiff oder sowas war? Ich glaube, einen hatte ich. Und den allerersten. Wow. Ah, Rimworld. Rimworld hat heute echt Bock.
So, Essen ist wieder ein bisschen nicht ganz so viel da. Naja, gut, unsere Dudes kommen jetzt wieder. Dann haben wir EMP-Granaten. Dann. Ja, naja, ne? EMP-Granaten und drauf, würde ich sagen. Hilft ja alles nichts. Stellen uns hier hin, da kommt ein Nahkämpfer hin. Die versuchen wir zu Schock. Dingsen, also zu EMP-Granaten. Ah. Wir könnten auch versuchen, die einfach mit dem Mörser zu beschießen. Wir haben nicht so super viele Mörsergranaten. Wir wissen noch nicht, wie man die baut. Ich meine, auf der anderen Seite, bevor da jetzt irgendwer sein Bein verliert. Überfall. Sie werden sich vorbereiten. Okay. Warte. Warte, 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 warte. Gucken wir, wo die sich vorbereiten gehen. Und dann werde ich die hier, glaube ich, mal anschießen. Und dann. Würde ich da vorbereiten. Okay, warte. Wir haben doch ein Präzisionsgewehr. Das da. Na, wobei Repetiergewehr, ist ein besseres Repetiergewehr. Prügelt euch. Alle, die überleben, dürfen dann bei mir in die Feuerbox laufen. Starten ihren Angriff, alles klar. Dann hat jemand hier Manuel. Oder Schneezeitlose, möchtest du das wieder machen? Machst du das vielleicht nochmal? Bist halt im Kampf ein bisschen useless, aber die Feuerfalle anmachen, das kannst du. So. Ihr seid da am Dingsen, du hast keinen Wutanfall mehr. Hier unten, ihr kommt so langsam in eine Feuerfalle, das ist gut. Also langsam. Ja, kommt potenziell irgendwann da so hin und so. Okay, ihr tut noch Dinge hier. Ah, ihr seid sowieso gerade noch am Stressen, das ist perfekt. Der Lancer geht so langsam dann in die Brüche vielleicht. Das ist doch was. Okay, dann kümmern wir uns eigentlich nur um diese Dudes hier, ne? Alles klar. Und ihr seid auch am Fliegen. So, habt ihr irgendwas kaputt gemacht? Den Lancer habt ihr kaputt gemacht. Und einen Schnitter, glaube ich, oder? Oder noch nicht mal das. Es waren noch drei Schnitter, oder nicht? Ich glaube, es waren drei Schnitter. Na gut. Wir gehen gleich mal hier Leute einsammeln.
Dann dürfen wir das jetzt auch wieder benutzen hier. Noch erstmal den und dann noch den hier. So, fangen und fangen und fangen. Plopp. Und fangen und fangen und fangen. Bist du interessant? Hm. Ach komm, ein Bett können wir euch noch hier gönnen. So. Uff. Okay. Na gut, dann eben der nicht. Und na gut, du kannst auch wieder nach Hause gehen, wenn du willst. Ist okay, ist okay. Hui. Oh, mein Tammy. Ja, schauen wir mal. Rimworld war heute leider nicht so super nett zu mir. Ich habe nur doofe Raids bekommen, quasi. Wobei der jetzt gerade, der war gut, der war okay. Oh ja, und den Brummer habe ich auch noch hier oben, ne? Ja. Naja. Gucken wir mal. Nee, kümmern wir uns erstmal um die Boots, die wir hier eingesammelt haben. Genau. Und Infektionen und sowas. Was haben wir denn eigentlich für Dudes jetzt hier? Rekrutieren, rekrutieren. Wir können die alle rekrutieren. Nee. Das ist nicht schlecht. Ich hätte gedacht, dass zumindest irgendwie ein oder zwei davon vielleicht. Ja. Ist ja okay. Ist ja okay. Was one way? Nicht schlafen. Du hast hier 1 Million Menschen mit Hundinfektionen. Das. Ne? Schneezeitlose, du auch. Okay, so, Schneezeitlose, wo bist du hin? Da bist du hin. Den das jetzt auch noch. Genau, das habe ich nämlich gedacht, dass das passieren würde. So. Okay, aber dafür. Jetzt habe ich vergessen, wie ich meinen Satz beenden wollte. Aber das ist okay. So, wir haben jede Menge Luziferium. Oh ja, das können wir gleich auch noch irgendwem geben. Zum Beispiel auch dir, unter anderem. Schwaches Übersehen. Ja, ich weiß ja. Du hast Jojo about it. Genau. Wir müssen hier oben Stress machen. Das hilft ja alles nichts. Ich meine, wir haben uns jetzt schlauerweise diese EMP-Granaten gesnickt. Ja. Können uns ein bisschen anschleichen hier drüber. Können wir uns anschleichen? Ah, das wird eklig. Das Ding ist halt immer noch da, ne? Oh, vielen, vielen Dank für den, für die Subs und Hallihallo. Dankeschön, danke. Ui, Schamanenhändler, yes, kriegen wir etwa. Können wir uns eine Berserkerlanze, ja, wir können uns eine Berserkerlanze knicken. Ja, wie ist das denn? Endlich. Ich meine, keine Schocklanze leider, aber naja. Übersinnliche Beruhigung, das ist auch schön. Sehr gut. Was seid ihr denn eigentlich für Dudes? Ihr seid. Ach,
ihr wart noch gar nicht bei uns hier. Ja, dann. Eiweg snackt ihr ein bisschen. Ja, jo. Habe ich dir das gerade gesagt? Ja. Okay. Also. Wir kaufen uns jetzt diese Sachen einfach. Alles, was nicht in dem Geld Muffalo ist. Chemikan und Neutramin. Chemikan und Neutramin. Akzeptieren. So, manuell. Muffalo schießen. Genau, und das können wir auch noch. Bleib. So, das darfst du nämlich. Das war ein bisschen schneller, als ich wollte. Aber okay. Naja, 12 Stunden, das ist voll in Ordnung. So, genau, irgendwer. Also ihr snackt euch das alle, ja. Aber irgendwer könnte mal hier diese Berserkerlanze und den ganzen anderen Quatsch wegtragen. Genau. So, denn how about Berserkerlanze? Ja, die Schnitter sind schon echt kaputt, ne? Aber vielleicht. Hätte die denn jetzt eigentlich eingesteckt? Hat die schon jemand eingesteckt? Ja. One way, okay. Dann one way. Große gefährliche Aufgabe. Okay, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Aber ganz ehrlich. Genau, Husky regelt. Wenn er mich nicht schnell genug sieht. Warum ist mein Husky da? Komm halt mit in den Nahkampf. Okay, Husky hat überhaupt keine. Aber da kommen Dudes. Nein. Okay, dieser Husky war gerade... Der Husky hat gerade nicht geregelt. Ganz eindeutig hat er das nicht getan. So, wo ist der Schnitter? Ah, Schnitter hat Spaß. Das ist in Ordnung. Aber okay, wir haben nur irgendwie einen Bruch oder sowas. Also ist alles halb so wild. Mhm. Ist meins. Schnitter ist auch kaputt. So, Husky, müssen wir da drüber reden, was das gerade war. Wir gegen Mechanoiden und du lässt mich einfach komplett im Stich. Also wirklich komplett. Also was war das denn bitte? Das war nicht okay.